Hallo und willkommen zu einem weiteren Tutorial von Goggeln.com. Das folgende Video wird uns zeigen, wie wir anhand weniger Klicks, ohne irgendwelche zusätzliche Software installieren zu müssen, unsere MAC-Adresse ändern, faken, spoofen, wie auch immer, können. Das ist im Prinzip genauso wie unter Windows 7 oder aufgrund mehrerer Anfragen werde ich das nochmal unter Windows 8 vorführen. Das ist hier ein Windows 8.1 Betriebssystem. Ja, dazu öffnen wir zuerst einmal unser Netzwerk- und Freigabecenter. Wählen auf der linken Seite in das Menü die Adapter-Einstellungen ändern. Hier wählen wir unseren Adapter, der die neue MAC-Adresse bekommen soll. Gehen auf mit der rechten Maustaste auf Eigenschaften. Vielleicht schauen wir nochmal nach die aktuelle MAC-Adresse mit getMAC. Das ist jetzt die physikalische Adresse, das erste. Das ist mein Ethernet-Adapter hier, 005056. 3C5123, das ist meine aktuelle MAC-Adresse für den Adapter hier. So, jetzt sind wir wieder da. In den Eigenschaften von den Ethernet-Adapter gehen wir jetzt auf Konfigurieren und dann auf Erweitert. Hier navigieren wir, hier markieren wir die Netzwerkadresse. Hier sieht man schon die aktuelle MAC-Adresse. Und dann können wir jetzt einfach, ich weiß nicht, 7, 8, 9, das sind jetzt 2, 4, 6, 8, 10, eine fehlt noch, 9, 0, so. Und klicken auf OK. Daraufhin wird der Adapter kurz deaktiviert und wieder aktiviert, sprich neu gestartet. Und jetzt schauen wir mal, schmeißen wir noch ein Get MAC und schon haben wir die neue MAC-Adresse. Wir sehen hier 3C5123 war die alte sozusagen und 7890, das ist jetzt unsere neue MAC-Adresse. Ja, ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen helfen damit. Danke fürs Zuschauen und bis nächstes Mal.